Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4, Folge 163. Wir sind immer noch im Keller von dieser komischen Fischverarbeitungsanlage, Fleischverarbeitungsanlage, Konservenfabrik, was auch immer. Über uns sitzt der, ja, nicht ganz so gute Theodor und meint, er muss uns hier im Keller eingesperrt haben, nachdem er uns gesagt hat, wir sollen nicht in den Keller gehen. Ich traue dem irgendwie nicht mehr so ganz. So, ich bin in der letzten Folge hier gestorben, an einem Ghoul. Ich habe mich hier jetzt reingeschlichen wieder, und habe einfach eigentlich alle Ghoul hier schon getötet, ne? Das heißt, die Leichen von denen sind jetzt hier alle im Wasser. Und ich muss jetzt irgendwie da rankommen, ohne selbst verstrahlt zu werden. Ich weiß nicht genau, ob ich das schaffe. Vorne ist noch einer. Wasser trinken. Plastikgabel. Wasser trinken, 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 trinken. Okay, sonst ist hier nichts. Gut, dann schleichen wir uns mal weiter. Denn ich hab die Erfahrung gemacht, dass das hier viel zu einfach ist, sich weiter zu schleichen. Aber hier kann man doch durch die Tür gucken. Durch die Bohr gucken, ne? Ich sehe hier nichts. Da ist ein Geländer und da ist Wasser. Das müssen wir doch nicht etwa durch, oder? Weil wenn wir durchs Wasser durch müssen. Es ist ziemlich scheiße. Das ist nämlich übelst verstrahlt aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht, wieso das so extrem verstrahlt ist, aber ist so. Wie sind eigentlich die Ghule hier rund? Ach so, klar, kommt eine Explosion, dann sind die hier rein. Aus irgendeinem Grund. Das dachte ich mir. Kämpfen ist nicht mein primärer Zweck. Es ist etwas in der Nähe, mit dem ich unbekannt. Ich bin noch intakt? Ich habe auch nichts anderes erwartet. Na, hängst du hier jetzt ab, Herr Ghoul? Tja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt etwas müde. Ne? Letzte Folge habe ich früh morgens aufgenommen. Jetzt ist spät abends, selber Tag. Also selber Tag wie die letzte Aufnahme, nur eben sehr, 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 sehr spät abends, also eigentlich schon früh morgens. Aber nicht so früh morgens wie beim letzten Mal. Eigentlich brauche ich eine Runde Schlaf, aber ich muss auch aufnehmen. Jetzt muss ich da nicht etwa durch, oder? Das ist doof. Das ist echt doof. Ich will da jetzt nicht durchs Wasser gehen, da ist nämlich nur Strahlung. Das ist jetzt echt blöd. Das ist total verstrahlt, oder? Ja, 4 Red die Sekunde. Ja, wann machen wir das so? Hilft mir nichts. Also, Red Away, Stimpack, Hilfsmittel, Red X. So, was ist jetzt los? Wir sind müde, wir sind hungrig, wir sind durstig, wir haben unterdrückte Immunität oder erhöhte Chance, krank zu werden. Okay, das heißt, wir nehmen die Kräuter, dadurch haben wir eine höhere Resistenz gegen Infektionen und Parasiten. Wir essen ganz kurz Majalo-Königin-Steak. Genau, und dann trinken wir noch ganz kurz was. Und dann sollte alles wieder paletti sein, ne? Ja gut, ich bin auch müde. Habe ich noch eine Coca-Cola dabei? Kann das sein? Habe ich noch eine dabei? Ich hatte in der letzten Folge eine aufgehoben, aber ich glaube, ich habe die nicht mehr. Also nachdem ich neu laden musste und nochmal hier durch musste, da habe ich die oben vergessen im Coca-Cola-Automat. Ist 2 Red. Immer noch zu viel. Wo geht's hier lang? Ich bezweifle, dass das sehr idyllisch ist. Schwere Kampfrüstung, linker Arm. 17-17, was habe ich denn da? 17-17? Dicke Arm, meine Waffen, meine Kleidung. Linker Arm. Plus 1 Stärke und Ausdauer. Das ist Polymer, das heißt, ich kann nicht mehr verbessert werden.
Die hier dagegen schon. Jetzt müsste man ausrechnen, wie viel gibt denn der plus 1 Ausdauerpunkt dazu? Kann mir das zufällig jemand sagen? Wie viel bringt ein Ausdauerpunkt beim Leben? Und ein Stärkepunkt bei der Tragkraft? Wie viel bringt das? So 10 oder 20? Na. Das muss doch hier irgendwo. Das gibt's doch nicht. Ich hatte übrigens in der letzten oder vorletzten Folge, ich habe vorletzten Folge, habe ich übrigens gesagt, dass das Schlossknacken-Minispiel aus Fallout aus Skyrim stammt. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, ne? Aber sowas fällt einem immer erst zu spät ein, nachdem man sowas schon gesagt hat. Natürlich gab es das auch schon in Fallout 3. Also, ja. Entschuldigung, da habe ich Schwachsinn erzählt. So. Kann ich ihr das geben? Sie hat ja auch 14, 17 plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. Das braucht sie ja eigentlich nicht. Ich glaube, sie hat ja keinen Wahrnehmungsskill in dem Sinne, ne? Also es bringt ihr ja so, oder bringt ihr das was, Beweglichkeit und Wahrnehmung? Weiß ich gar nicht. Etwas von mir? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, mehr gibt's hier nicht. Also wieder durch den Fluss, durch die Kanalisation. Gibt's hier noch was? Nee. Schnell hier durch, schnell. Dich habe ich nicht gemeint. Oh, man sieht so viel, das ist unglaublich. War hier noch irgendwo ein Duel? Kann ich den noch? Da. Irgendwo. Hä? Hallo? Cool. Psycho-Tests, okay. Kann ich auch brauchen. Irgendwann vielleicht mal. Kronkorken. Okay, da sitzt einer. Fünfundzwanzig, linkes Bein, rechtes Bein. Pass auf, dann machen wir das so. Ja, das hat sich gelohnt. Ich wollte jetzt eigentlich, ich bin so froh, dass ich Red X genommen habe. Ich will gar nicht wissen, wie verstrahlt ich jetzt wäre, wenn ich das nicht genommen habe. Wahrscheinlich das Doppelte, ne? Das ist nicht gut. Ich habe beträchtlich den Schaden genommen. Du bist nicht krank, Schwäche. Natürlich, da haben die Kräuter auch nichts gebracht. Hilf dein Begleiter. Kann ich das jetzt auch ohne Probleme machen, oder? Ja, sei gut, vorsichtig. Geht. Gewalttätige Auseinandersetzungen können eine Vielzahl von Verletzungen zur Folge haben. Ja, du bist gerade zu gut gegangen. Ich. Lungen einstellen. So, endlich hier raus aus dieser blöden Strahlung. Ich habe altes Blut, geeignetes Blutmaterial. Das nehmen wir alles mit. 10mm Munition, aber keine Pistole. Auch interessant. Das heißt, ich muss jetzt nochmal Antibiotika nehmen, ne? Denn ansonsten kriege ich ja immer wieder Schaden. Du erleidest plus 20% Schaden, das ist doof. Also nochmal Antibiotika reinhauen und dann nochmal was trinken. Es ist schlimm. Und gut hydriert. So. Hier ist immer noch überall Spannung. Schlaue Füchse haben jetzt eventuell schon bemerkt, dass ich den Wächter des Aufsehers verändert habe. Ich habe einen längeren Lauf dran geschraubt, einfach wegen dem höheren Schadenswert. Und eine Mündungsbremse, um den Rückstoß zu verringern. Ich glaube, das hat sogar was gebracht. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Stärker ist er, aber ich glaube, der Rückstoß ist auch geringer. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Okay, da haben wir einen Streuner. Und auf der anderen Seite auch. Ich habe genug von der Stille. Das ist ein Bett. Das war doof. So, deine hin, deine hin. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Immer schön auf die Beine bei den Dingern, dann können die ja nicht angreifen. Das ist die korrekte Bezeichnung, oder? Nein. Verleiht mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist. Bis zu 35. Doof. Also wenn man weiß, dass Ghoul einen nicht töten, dass man Ghoul nicht schnell töten kann, dann immer auf die Beine schießen, dann hockt er nämlich auf dem Boden und kann einem im Grunde nichts mehr tun. So. Geschütz ist hier auch noch irgendwo aktiv oder ein Scheinwerfer oder sonst irgendwas. Es ist sehr nass. Ja, das kannst du laut sagen. Danke, Captain, offensichtlich. Red X juckt dich. Wie? Das war's? Na gut. Eigentlich gar keine schlechte Position für das Teil. Man geht ja instinktiv eher in Richtung Licht. Also geht man voll in Richtung Schussbahn von dem Teil. Ah, ein Fusionskern. Curie, wärst du so lieb? Bist du? Aufgepasst. Kann ich dir irgendwie Schnaps dir. Sein? Ich habe mich übrigens über die KI von Curie schlau gemacht, über die Kampf-KI. Und endgültig bestätigt, dass sie tatsächlich noch ihre KI benutzt, die sie auch als Mrs. Nanny hatte. Also. Alter, ich hasse diese Dinger. War's das jetzt? Explodiert da noch was? Das wäre nämlich blöd, wenn er noch explodieren würde. Also, den Nahkampf bevorzugt tatsächlich. Guck mal einer an. Warum ist das denn da? Hier war MacGyver am Werk. Na, ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg den Laser nicht. Ja, jetzt ist sowieso zu spät. Da, fuck, fuck, fuck! Ich muss eher auf meine Umgebung achten, das ist schlimm. Also, ich habe mich über die KI von unserer guten Freundin Curie nachgemacht und es scheint so, als ob sie tatsächlich die Mrs. Nanny KI weiterhin benutzen würde, nachdem sie zur Mrs. Nanny geworden ist. Man kann es allerdings ändern. Also Mrs. Nanny KI heißt im Grunde, dass sie den Nahkampf bevorzugt und sich nicht vom Gegner entfernt, wenn ein Gegner dazu kommt, sondern einfach in den Nahkampf geht. Und ansonsten einfach die Laser erfüllen lässt. Das heißt nicht, dass das der Grund ist, warum sie so viel Leben hat. Das ist wahrscheinlich mit der Grund, aber nicht der Grund, weil Kotze hat auch nicht so viel Leben. Das kann man beheben. Also man kann ihre Kampf-KI wohl verändern auf die eines normalen menschlichen Begleiters. Also dass sie den Fernkampf bevorzugt, indem man einmal zu einem anderen Begleiter geht und sagt, er soll mitkommen und dann wieder sie mitnimmt. Also im Grunde muss man einen anderen Begleiter rekrutieren, einen menschlichen Begleiter rekrutieren. Und dann sie wieder rekrutieren. Was? Ach, guck mal einer an. Holzblöcke. Strahl das blutgeeignete Blutbube. Sowas. Ach, Theodor, was hast du denn nur für schlimme Dinge gemacht? Sind die wahrscheinlich die Mauer ausgegangen, dann greift er auf Ghule zurück. Kein Wunder, dass die Leute krank werden. Kein Wunder, dass das Fleisch so verdammt verstrahlt ist. So.
Aber Marmosrattenzähne hat er ja trotzdem noch. Im wilden Gu-Streuner. Was? Ach, verdammt nochmal, das gibt's doch gar nicht. Kyri! Ist nicht da. Na gut, dann nehmen wir ganz kurz mal, was ab und zwar das da. Das bringt ja gar nichts. Ich hab gedacht, das würde mehr liegen, erwiegen, als ein Gideon-Bein ist. So, die Batterie. Wo steckt die Frau? Da unten. Wieso steht die da? Komm doch mit hoch. Hallo? Hoch, komm. Die kommt hier nicht hoch. Aha, die kommt hier nicht hoch. Irgendwie will sie. Aufgepasst. Willst du etwas von mir? Komm her. Ja. Da. Das wäre mir rein Vergnügen. Hier. Die kommt da irgendwie nicht hoch. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie hat die Wegfindung da verkackt. So. Ja, genau. Wenn du jetzt wieder runter gehst und... Irgendwie meint sie ständig, sie muss auf meine... Also sie will auf meine Position. Aber sie geht halt irgendwie zwei Stockwerke runter, zu weit nach unten. Das ist ihr Problem. Sie kann ja eigentlich auf die Treppe. Sie ist ja vorhin schon hingegangen, ne? Komisches Mädel. Naja. Stellen wir Theodor mal zur Rede, ne? Ich hab doch gesagt, du sollst den Keller nicht betreten. Jetzt, da du mein Geheimnis kennst, muss ich dich töten. Ernsthaft? Können wir das nicht bereden? Können wir das nicht bereden? Muss ich jetzt alles umbringen hier? Ich will die Roboter nicht vernichten. Mal. Ich schon. Hier ist noch irgendwo so ein komischer Typ. Da, die Nuka-Cola. Wo steckt der Kerl denn? Das ist seltsam. Zur Hölle steckt der Kerl. Ach, da oben! Ja, kein Wunder, dass ich nicht gesehen habe. Nicht allein. Ja, möglicherweise. Wie kommen wir jetzt dahin? Hat er die. Ach. Warte mal. Hier war doch vorher. Klar. Der hat den Weg nach oben versperrt. Der Sack hat die Treppe, er hat den Ding kaputt gemacht. Ist so gewalttätig. Kyri, hat das gefallen? Jetzt steht sie doch drauf, wenn wir Leute töten. Der Sack hat den... Der hat das Geländer kaputt gemacht. Jetzt kann ich den nicht mal looten. Eigentlich, du bist da vorher hochgegangen. Kann man da nicht irgendwie anders hin? Was ein Sack, ey. Kann man da nicht irgendwie anders sehen? Ah, doch, guck mal. So. Jetzt noch gucken, dass er hier keine... Mine oder ähnliches aufgestellt hat, aber nö. Ah, hi. Hi, Theodor. Ich nehme mal den Schlüssel und deine Munition an mich, ne? Und dann die Waffe. Da sieht man's. Einfach nur immer noch ein Stecherabzug, aber verlängerter Lauf, Fruchtstoßdämpfer, Kolben ist normal und Mündungsbremse. Also verlängerter Lauf und Mündungsbremse sind neu. Ich habe mir auch überlegt, ob ich eventuell einen schweren Verschluss bzw. einen gehärteten Verschluss machen soll. Das konnte ich vorhin, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil die... Mir gefällt eigentlich diese hohe Feuerrate vom Stecherabzug. So, sie läuft wieder gegen Wände. Gut.
Red Hirsch, ich könnte das jetzt theoretisch alles mitnehmen, ne? Weil, wie viel kann ich tragen? Warte. 223. Ich meine, der Besitzer lebt nicht mehr. Na. So. Und dann trinken wir jetzt kurz einen Nuka-Cola, dann sollten wir auch mehr tragen können, oder? Nee, was fasse ich da? Müde war ja wirklich nur mehr Schaden oder weniger AP. Weniger AP, genau. So. Ich müsste irgendwie meine Ausdauer erhöhen. Das hat jetzt aber nicht den gewünschten Effekt. Wieso hatte das jetzt nicht den gewünschten Effekt? Ich habe doch keinen Hunger. Wieso kann ich jetzt... Ach, die Ausdauer. Ja, nicht Ausdauer. Stärke müsste ich erhöhen. Ich bin so doof. Stärke muss ich erhöhen, wenn ich mehr tragen will. Nicht Ausdauer. Habe ich irgendwas, das ich essen kann, das Stärke erhöht? Nee, ne? Das ist alles nur... Gut, ich könnte Psycho nehmen. Wobei Psycho... Psycho erhöht ja nicht Stärke, sondern Psycho sehr knurrig. Half-Out habe ich nicht. Psycho-Tets. Ne, Psycho erhöht ja nur Schaden, nicht Stärke. Ich könnte das schmutzige Wasser wegtun. Oder ein bisschen Schrott wegwerfen, das geht natürlich auch. So, ein Benzinkanister zum Beispiel. So. Dann wird das hier erledigt. Komm, Werf. Ah, frische, graue Seeluft. Ist doch noch Seeluft, oder? Da ist doch immer noch, wir sind doch immer noch an der Küste, oder? Ja, ne? Genau. Ist schon nett an der Küste. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Also allgemein, allgemein die Lichtstimmung gefällt mir richtig gut in Fallout 4. Das habe ich aber auch schon öfter gesagt, ne? So, was machen wir denn jetzt? Ich könnte ja mal einen Wirt überrufen. Und dann zur Power Armor zurückfahren. Fliegen. Fahren. Fliegen. Ich könnte natürlich auch hinlaufen. Weil genug Fusionskerne habe ich ja jetzt. Ich habe jetzt gar nicht den Fusionskern unten im Keller aufgehoben, ne? Weil weil Curie nicht kommen wollte. Was ist denn das hier? Nein. Aha. Was schießt da vorne? Ein Sentry-Bot? Hinten müssten wir theoretisch noch hin, ne? Sieht eigentlich ganz interessant aus. Könnten wir ja mal hingehen. Obwohl ich mal gesagt habe, das sieht doof aus. Jetzt laufen da Leute rum. Sentry-Bot läuft, explodiert da immer noch rum. Ich könnte ja mal drauf schießen, aber ich weiß nicht, ob der zu uns gehört oder zu den Feinden. Ist was scheiß drauf. Ist wahrscheinlich von Rust Devils oder sowas, ne? Hätte ich jetzt den Langnickel dabei, dann könnte ich genau reinzoomen und dann gucken, was da ist. Aber da ist jetzt nichts mehr. Ein Red Hoon. Wow. Das ist ein fieser, fieser Feind. Bin beeindruckt. Was haben wir da drin? Nuka Cherry. Terminal. Ordner. Okay. Dann wollen wir die mal entsperren. Bevor wir so rücksichtslos unterbrochen wurden. Ich überlege immer noch, ob ich jetzt ein Ding holen soll. Vertibird und dann zu Power Armor. Ich fühle mich so ein bisschen schutzlos. Ja. Andererseits... ein bisschen befreit auch, ne?
komisch. Ganz komisch. Ach komm. Cool. Ich bin auch ganz kurz davor, mit dem Mod runterzuladen, dass ich die ganzen Schlösser nicht mehr knacken muss, ganz ehrlich. Ganz knapp davor bin ich. Bei mir geht das Schlossknacken in letzter Zeit schon ein bisschen auf die Nerven. Das Hacken lustigerweise nicht. Aber da gibt es keine separate Mod. Das ist. Kriegst entweder eine, kriegst entweder beides. Oder gar nichts. So, kann ich wieder was tragen. Keine technischen Dokumente, Erkennungsmarken. Nichts. Eine Cherry, eine Coca-Cola. Ordner. Halt, da war noch ein Ordner irgendwo, ne? Ja, Ordner. Ich weiß, die sind nur eins wert, aber es ist so wie Vorkriegsgeld sammeln, irgendwie. Die wiegen nichts. Wiegen nichts, also sammelt man sie. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine Ordnersammlung. Das kann ja auch sein. In Fallout 3 habe ich Bleistifte gesammelt. Ich glaube, ich hatte am Ende irgendwie 1800 oder sowas. Die habe ich dann alle in meinem Haus in Megaton abgelegt. Und das habe ich auf der 360 damals gespielt. Und habe damit das Spiel zum Abbrechen gebracht. Also zum Abkacken. Habe damit quasi meinen Spielstand geschrottet. Aber manchmal macht man so dumme Sachen. Einfach nur um zu gucken, was passiert. Also alle einzeln abgelegt, ne? Also wenn man 1800 Bleistifte ablegen würde, weil die haben ja in Fallout 3 nichts gewogen, dann würde ein Bleistift auf dem Boden liegen und der würde halt 1800 enthalten. Aber wenn man die alle einzeln ablegt, also immer nur einen, also im Grunde 1800 mal sagt, ich will jetzt einen Bleistift ablegen, was verdammt lange dauert, dann liegen da am Ende tatsächlich 1800 Bleistifte in dem Haus rum. Total bescheuert. Aber ich hab's getan. Einfach um zu gucken, was passiert. Kann ich die nicht entschärfen? Ach, die habe ich schon ausgelöst, ne? So, gucken, ob wir hier vielleicht noch eine Nuka-Mine finden. Wahrscheinlich aber nicht. Kann ich den Truck wegmachen? Der versperrt... Willst du mich verarschen? Das ist mein Haus hier! Beruhig dich mal! Ja? Es ist mein Haus. Was macht ihr hier? Willst du mich verarschen? Verpiss dich! Get off my lawn! Du gibst nicht auf! Immer mit der Ruhe, Arschloch! Verdammt! Ich will ihn jetzt ganz gerne töten. Immer mit der Ruhe! Bitte nicht schießen! Ja, macht keine guten Dinge und sowas. Weißt du was? Ich gehe mal keine Chancen bei ihm ein. Das schätze ich allerdings auch. Ich wollte ihm eine Chance geben. Ich wollte jetzt einfach nur ein paar Schütze aufbauen, aber er wollte ja nicht, ne? Nein, nein, nein. Er wollte ja nicht. Vollidiot. Ach, was gleiche mit den komischen Idioten. Ach, da ist sein Kopf. Ich wollte jetzt ein Geschütz aufbauen und das dann auf ihn zielt. Und sobald er dann wieder feindlich wird, was ja nach einer Zeit passiert, wollte ich dann einfach gucken, dass ich ihn abschieße. Aber ich habe gar nicht genug Schaltkreise, ne? Was ist das denn hier? Nee, ich kann den Truck nicht kaputt machen. Schade, der stört dann nämlich so ein bisschen. Und Leichen kann ich auch nicht wegmachen. Schade. Stört dann nämlich auch so ein bisschen. Aber immerhin kann ich Schrott wegmachen, ne? Das ist doch was. Ich muss sagen, das Haus ist eigentlich ganz gut erhalten. Ich meine, ein paar Möbel austauschen kann ich ja machen. Kein Problem. Kann ich hier irgendwie eine Rüstungsstation aufbauen oder was? Kochstation. Rüstung geht nicht, ne? Rüstung geht nicht. Kann ich einen Generator aufbauen? Das geht. Das geht nicht. Falls ich einmal
Ein Reparatur und die Schale. Danke. Scheinst du die nötigen Fähigkeiten zu haben? Ja, sicher. So, Schrott lagern. Dann gehen wir hier Curie. Aufgepasst. Andeln ist gut. Doch, sie hat den Fusionskern genommen. Habe ich ihr den gegeben? Oder war das ein anderer? So, die 44er Pistole kommt weg. Was machen wir jetzt? Jetzt müsste ich theoretisch, also eigentlich hätte ich jetzt Lust, entweder nach Nahian Chapel zu gehen oder wir gehen zu irgendeiner Siedlung, die wir haben. Hier zum Beispiel Greentop. Und holen uns da einen Siedler. Oder. Ja, das müsste ich dann offscreen machen. Weil das dauert teilweise ewig. Ich würde jetzt ganz gerne tatsächlich zur Kinderkrippe. So. Greentop gehen und da einen Siedler anheuern sozusagen, also rekrutieren. Und ihn dann zum Landhaus an der Küste schicken. Und dann dort. Also eine Versorgungslinie aufbauen zum Landhaus an der Küste. Und dann noch einen Siedler vom Landhaus an der Küste zum Kingsport Leuchtturm. So dass das so ein schönes Ding ist. Also im Grunde würde ich ganz gerne die Sachen jetzt verbinden. Aber das müsste ich auch screen machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Wenn wir sind schon wieder bei 34 Minuten. Ja, ist gar nicht so viel passiert, ne? Was passiert? Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns da mal, wenn nicht irgendwas anderes passiert, Nahian Chapel da hinten an. Kann ja nur heiter werden, ne? Wenn da schon ein Sentryboard auf der Straße hin auf uns wartet, den müssen wir uns irgendwie auch noch angucken. Der müsste da ja noch rumliegen. Ja, wie gesagt, kann ja heiter werden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Fallout 4. Macht's gut und ciao.